Die BRICS-Staaten wollen eine eigene Währung schaffen als Konkurrenz für den US-Dollar, um die Hegemonie des Dollars und damit die Hegemonie der Amerikaner letztendlich abzuschaffen. Jetzt gestern dann diese OPEC-Kürzung, die den Ölpreis latent nach oben treiben könnte, damit den Job der US-Notenbank Fed schwieriger machen könnte. Ist das eine gezielte Attacke auf all die Dominanz, die die Amerikaner bisher ausstrahlen? Manche sehen es so, die Chinesen etwa sehen es selbst so, dazu gleich mehr, aber schauen wir uns die aktuelle Lage mal an. Hier hatte mich ein Leser, hatte mir folgende Zeilen geschrieben: BRICS verabschieden sich letzte Woche aus dem Dollar, direkt im Anschluss dann diese unerwartete Förderreduktion, nämlich Öl. Da ist praktisch ein zusätzlicher Inflationsschub für die Fed. Das wird zu einem Problem für die Liquiditäts- und Anleihenkrise. Naja, wir haben ja eine Blase gehabt, letztendlich an den Aktienmärkten, aber vor allem auch an den Anleihemärkten mit riesig hohen Kursen, Nullzinsen etc. produzieren die BRICS durch Nachfrage und Verknappung einen Währungskrieg und Systemcrash des Fiat-Geldes, also des Dollars. Ja, das weiß ich nicht, aber es ist vielleicht schon so, dass hier eine Dominanz attackiert wird. Hier hatten wir letzte Woche diese Meldung, dass die BRICS offenkundig, nämlich die BRICS-Staaten, also Brasilien, in Russland, Indien, China und es, was es ist, Südafrika, ich weiß es nicht. Jedenfalls arbeiten an einer eigenen Währung, um praktisch hier für den Dollar auch in Konkurrenz treten zu können. Wir wissen zum Beispiel, dass der Yuan in Russland bereits die meistgehandelte Fremdwährung ist. Also der Trend geht da schon hin. Der Dollar wird teilweise totgesagt. Ich glaube, dass er das nicht ist. Aber dann jetzt eben OPEC Plus. Hier diese Förderkürzung macht den Job für die Fed, wenn der Ölpreis weiter nach oben gehen sollte, schwieriger. Und das könnte schon sein, zumindest charttechnisch. Ich hatte gestern eine Grafik gezeigt, die klar macht, dass in der Regel der Ölpreis in den nächsten 3 Monaten fällt, wenn eine Produktionskürzung der Fall ist. Später dann steigt, weil dann eben diese Produktionskürzung sich in Mangel auswirkte, praktisch eben wenig Angebot bei dann der Nachfrage da ist. Aber hier sehen wir mal der Chart im Weekly bei Crude Oil. Der hat sehr viele positive Divergenzen, die wir hier sehen. Also eine Falling Wedge, wenn das ausbricht, nach oben, dann kann das richtig Schmackes haben. Und so sieht es zum Beispiel die Global Times. Die Produktionskürzungen der OPEC Plus sind ein Gut Punch to US Hegemony, also sind eine Attacke praktisch, ein Schlag ins Gesicht für die Hegemonie der Amerikaner und ihre unverantwortliche Politik und so weiter und so fort. Also in China sieht man das so, so zumindest die offiziellen Medien, die Araber, die Saudis hier. Der Prinz Mohammed will jetzt so etwas wie eine Saudi-First-Politik einführen. Das machen ja irgendwie alle, die Amerikaner mit America First. Nur die Deutschen, die haben Climate First, gell, und dann sitzen wir in der Höhle, aber macht nichts, gell, weil wir sind klimaneutral. Dafür fahren wir dann gern alles an die Wand, was wir noch an Assets hier haben. Und hier sehen wir mal jetzt dann eine amerikanische Reaktion. Hier ein Energieexperte, Jeff Sonnenfeld, der sagt also: Die Doomsday Energy Analysts are getting it all wrong. Nämlich wird es so sein, sagt er, dass Länder wie die USA und Kanada dann Marktanteile gewinnen am Ölmarkt, die ohnehin ja durch Fracking, vor allem die Amerikaner, da schon stark am Start sind. Also, das wird jetzt die große Wette. Wird das für die Amerikaner sogar positiv sein, weil sie dann mehr produzieren und im Prinzip die Russen und andere sich ins eigene Fleisch schneiden, weil sie letztendlich ja weniger Öl dann auch verkaufen können. Jedenfalls haben wir gestern gesehen, der Energiesektor gestern 4,9% im S&P 500. Gestiegen, größter Anstieg seit Oktober. Und das hat vor allem CTAs, also Commodity Trading Advisors, das sind Vermögensverwalter, praktisch ziemlich hart erwischt. Die waren nämlich mit 30 Milliarden Short in Crude Oil und Booms, die müssen dann eben wahrscheinlich eindecken. Und jetzt kommt diese ganze Ölgeschichte in einer Situation, wo die Wirtschaft ohnehin schon Probleme hat. Darauf hat die US-Regierung gestern ja auch hingewiesen, gesagt, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so der richtig tolle Zeitpunkt. Wir sehen gestern der ASM-Index in den USA schwächster Wert seit Mai 2020. Hier sehen wir mal weltweit, wo Kontraktion, wo Expansion dieser so wichtigen Einkaufsmanager-Indizes ist. Deutschland an drittletzter Stelle.
vor Österreich und den Tschechien, by the way. Und dieser ISM-Index ist unglaublich prognosestark, könnte man sagen. Denn hier hängen auch letztendlich mit einem Nachlauf von 12 Monaten die Firmenergebnisse dran. Das zeigt hier Serge Perfiljev, dass praktisch mit dieser Verzögerung dann die Unternehmensergebnisse diesem Frühindikator Einkaufsmanager-Index respektive dem ISM folgen. Hier sehen wir das unten auch in der Grafik. Und jetzt kommt eben noch dann diese ganze Thematik Bankenkrise hinzu, die eben, und das zeigt hier diese Grafik rechts, lange nicht erledigt ist. Wir sehen hier die Bankeinlagen jetzt um 4,1% gefallen in der Summe. Hier sehen wir, dass zunächst mal im Rahmen der Stimuluspolitik diese Bankeinlagen sogar über 20% gestiegen sind. Hier die rechte Grafik oben. Links sehen wir diese unglaublichen Zuflüsse in Geldmarktfonds. Also das trifft jetzt sozusagen einerseits eine latent schwächelnde Konjunktur, dann diese Banken- und Liquiditätskrise, weil die Leute Gelder abziehen von Banken und sie eben besser verzinst irgendwo anlegen wie in Geldmarktfonds. Das dürfte sich immer mehr verbreitern, auch in der Bevölkerung. Gleichzeitig zwingt das die Banken dazu, vorsichtiger zu werden, nämlich einerseits wegen der Konjunktur, andererseits wegen den Mittelabflüssen. Dadurch haben sie ein Eigenkapitalproblem, werden dementsprechend weniger Geld verleihen. Hier sehen wir das. Oben hatte ich die Grafik schon gezeigt vor der Bankenkrise. Das ist aus dem Februar noch schon die Kreditvergabestandards deutlich straffer. Und auch gerade die kleineren Unternehmen haben Probleme. Und das in einer Situation, wo der durchschnittliche Zins auf Kreditkarten bei 24,5% liegt, bei Gebrauchtwagen 14,0%, bei neuen Autos 9,0%. Die Haushalte haben 16,5 Billionen Schulden, Kreditkarten 1 Billion. Und bald kommen die neuen Daten, dann dürfte es so sein, dass die Kreditkartenschulden wohl über die 1-Billion-Marke gestiegen sind. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter mit der Wirtschaft, der Konjunktur? Hier sehen wir mal JP Morgan, die sagen, ja, wenn jetzt die Renditen für Staatsanleihen nach unten gehen, dann ist das kein gutes Zeichen, sondern es zeigt, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit weiter gestiegen ist. Und wir sehen hier Atlanta Fed's GDP Now. Und so ein Realtime-Tracker für die Wirtschaft der USA, für das BIP der USA, ist jetzt von 3,47 auf nur noch 1,71, also hat sich in 2 Wochen halbiert in etwa. Und das konterkariert mit den Aussagen von James Ballard, der optimistisch ist für die Konjunktur, der sagt, der Arbeitsmarkt ist so stark, da müssen wir weitermachen mit der Inflationsbekämpfung. Heute bekommen wir die JOLTS Arbeitsmarktdaten, also die offenen angebotenen Stellen. Erwartung hier 10,4 Millionen. Das ist für die Fed auch ein sehr wichtiger Bereich. Werden wir da heute dann erste Spuren sehen, dass vielleicht doch weniger Jobs hier am Start sind. Wir sehen jetzt Walmart mit 2000 Stellen Abbau. Wir sehen hier diese sehr skurrile Geschichte um McDonald's, die hier offenkundig großflächige Entlassungen vorbereiten. Wir sehen, dass Google zum Beispiel jetzt weniger Laptops kauft und all diese Geschichten. Ich kenne jemanden bei Google, der da wird jeder Luxus für die Mitarbeiter wird da eben ohne Zucken bezahlt oder wurde bezahlt. Das könnte jetzt ein bisschen anders sein. Und auch Apple wird ein paar Leute entlassen. Also jetzt kommt das so mehr und mehr auch in der klassischen Wirtschaft an. Gestern hatten wir dann zum Handelsende nochmal einen Schwung nach oben gesehen. Vor allem wieder Optionskäufe, ODTE, Zero DTE. Also jene Optionen, die am selben Tag verfallen. Dazu auch CTAs, also diese Commodity Trading Advisors, die zugelangt haben, die oft sehr prozyklisch agieren. Geht es nach oben, kaufen sie. Geht es nach unten, müssen sie verkaufen. Aber sie könnten weiter kaufen. Wenn wir uns mal die Lage an den Aktienmärkten anschauen, dann sehen wir, es sind vor allem die Aktien stark in diesem ersten Quartal gewesen, die in 22 ganz schlecht waren. So war das schlechteste, die schlechteste Perzentile, oder Dezile, also die schlechtesten 10% der Aktien im letzten Jahr, im Jahr 2022, sind jetzt am meisten gestiegen im ersten Quartal 23, nämlich um 16,8%. Und all das, was in 22 noch besser gelaufen ist, läuft in diesem Jahr schlecht. Also es ist so genau eine Umkehrung, es wird genau auf den Kopf gestellt dessen, was 2020 passiert ist. Und wir haben hier einmal den Kupferpreis oben und unten haben wir den S&P 500. Wir sehen also, da ist der S&P 500 deutlich optimistischer als etwa Kupfer. Und dann haben wir Kupfer zu Gold Ratio.
hier unten in diesem Chart geht nach unten. Das heißt, Kupfer ist ja sehr konjunktursensitiv, Gold ist der sichere Hafen. Das heißt, hier sehen wir, dass latente die Investoren diese Rezession, die kommende, wohl erahnen. Wenn wir nochmal zu den Märkten kommen, der VIX gestern an dieser so wichtigen Trendlinie abgeprallt. Was wird beim S&P 500 passieren? Da sind wir bei 4.113 auf ein Fibonacci-Level gestoßen, sind dann sogar noch ein bisschen drüber hinausgekommen. RSI schon deutlich, deutlich überkauft. Und hier ist eben jetzt auch die Frage, Jungs, wie schaut es denn aus, jetzt jenseits des Tagesgeschehens, aber sind US-Aktien auf aktuellem Niveau interessant? Hier sagt Alexander Vogt, Renditen von US-Aktien gemessen an Dividendenrendite sind so unattraktiv im Vergleich zu Renditen bei Anleihen, wie nur fünfmal in den letzten 110 Jahren, meistens folgten heftige Kursverluste. Verkaufe ich deswegen alle Aktien? Nein, mit Sicherheit nicht, aber im Rahmen der taktischen Allokation werden Anleihen und Gold übergewichtet, Aktien untergewichtet. Das könnte durchaus etwas sein, was empfehlenswert ist, und nicht empfehlenswert aus meiner Sicht Dogecoin. Diese seltsame Krypto steigt um mehr als 30%, nachdem der Twitter Home Button jetzt dieses Dogecoin Logo, diesen Hund hier enthält. Oder auch wenn man praktisch eine Seite refresht auf Twitter, dann kommt erstmal dieser Dogecoin Hund. Also das ist wieder die alte Manipulationsschiene von Elon Musk. Wahrscheinlich hat er kurz vorher gekauft. Und damit ist jetzt Dogecoin die siebtgrößte Krypto in der Welt. Kann man sich nicht vorstellen, eigentlich ein Witz, diese Dogecoin. Und dabei hat der gute Elono doch eigentlich Probleme, die Absätze deutlich schwächer als erwartet oder etwas schwächer als erwartet, und das trotz dieser Preissenkungen, die er gemacht hat. Hier sehen wir mal den Tesla-Chart, da war man ja aus dem Abwärtstrendkanal nach unten ausgebrochen, ist jetzt wieder reingelaufen, hat jetzt hier so eine Art Doppeltop gemacht im Bereich $210. Das wird spannend sein, wie es hier weitergeht. Vielleicht sollte er sich wieder ein bisschen mehr um Tesla kümmern. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Empfehlungen an, die ich Ihnen auf den Weg geben möchte. Ohne UBS-Deal wäre die Credit Suisse am nächsten Tag pleite. Das sagt der Vizechef der SNB. Dann wäre eine globale Finanzkrise losgetreten worden. Erste Artikelempfehlung. Zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Russland verkauft mehr Öl per Tanker als je zuvor. Zweite Empfehlung. Dritte Empfehlung, nochmal die Bankenkrise. Da haben wir uns, hat mein Kollege sich die Mühe gemacht, mal die Dinge so zu visualisieren, dass man sie wirklich auch relativ einfach verstehen kann. Also drei Artikelempfehlungen, und ich empfehle mich jetzt. Wir sehen uns heute Abend zum Marktkaffee. Servus, ciao.